was machen Sachen? Ja, kurz bevor das Spiel losgeht, bevor wir anfangen zu spielen und gucken, ob wir die Prinzessin slayen möchten, habe ich ein paar Sachen, die ich mitteilen möchte. Das eine ist, es tut mir furchtbar leid, dass die Audio so verdammt leise ist. Ich habe es nicht gerallt, dass die Spielaufnahme doch so leise ist oder mein Mikrofon doch so laut. Es hat auch auf Twitch irgendwie keinen gestört, wie wir das gespielt haben. Das komplette Spiel habe ich einmal durchgehend auf Twitch gestreamt. Das waren so 2,5, 3 Stunden, wie wir das gespielt haben. Ich versuche das vernünftig für euch zu kürzen, aber die Sachen bauen aufeinander auf. Ich habe das dann halt versucht, pro Loop zu schneiden. Wenn ihr die erste Folge gesehen habt, wisst ihr vielleicht, was ich da meine. Ja, wie gesagt, das ist noch eine Demo, es ist eine kleine Visual Novel. Ja, und dann wünsche ich euch viel, viel Spaß und schauen wir mal, was wir jetzt mit der Prinzessin machen. Wollen wir sie wirklich slayen oder können wir sie retten? Ja, das ist jetzt Kapitel 1 oder Versuch Nummer 1. Mal sehen, was passiert. Viel Spaß. Wir machen einfach mal starten und mal gucken. Mal gucken, ob wir die Prinzessin slayen können, also stechen können oder besiegen können. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Also wir sind in einem Wald und da ist eine Hütte und im Keller von der Hütte ist eine Prinzessin gefangen. You're here to slay her. Wir sind hier, um sie zu vernichten. If you don't, it will be the end of the world. Wenn wir das nicht machen, ist die Welt vorbei. Also ist es das Ende der Welt. Was hat die Prinzessin getan? Ist das so Dämonenprinzessin oder sowas? Ach, guck mal hier. Aha, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Das Ende der Welt, worüber redest du? Was? Ja, hast du schon mal daran gedacht, dass das Ende bedeutet, weil sie unten eingesperrt ist? Ja, da wäre ich auch stinkig, wenn ich, je nachdem, wie lange die Dame da unten schon sitzt. Und, eine Prinzessin zu finden ist eigentlich was Schlechtes, ja? Normalerweise schon. Kann das nicht jemand anderes machen? Vergiss es, das mache ich nicht. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht bin ich okay mit damit, wenn die Welt vorbei ist? Okay, danke, dass du mir sagst, was ich tun muss. Ich wollte schon immer einen Monarchen killen, wie bei der Revolution. Also wir gehen einfach mal ganz stumm zu der Hütte. Aber wir können einfach gehen und laufen und zurück. Wir gehen einfach. Tschüss. Wir gehen einfach mal dahin. Wir sagen mal nichts. Wir sind mal ein stummer Protagonisten. Da ist sie drin. Also, eine Warnung, bevor wir. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Okay, sie wird. Don't believe a word she says. Okay, sie wird lügen, betrügen und alles Mögliche tun, dass wir sie halt nicht töten. Verständlich. Wir sollen ihr halt einfach nicht glauben. Kann es sein, dass wir die Monster sind oder die. Na, ich weiß ja nicht, was sie ist. Ist sie eine Prinzessin, Prinzessin? Weil ich habe hier so ein Vogelding. Bin ich ein Monster? Oder ist das einfach nur so, ja, ist halt lol lustig. She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ja, normalerweise schon. Achso, das ist gar nicht er, das ist jemand anderes. Eine Stimme des Heldens? Ist sie wieder Held? Oder ist das einfach eben bei uns? Oder eine Stimme in unserem Kopf? Vielleicht ist jemand noch mit bei uns. Wir sind ja irgendwie stumm. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Okay, jemand ist bei uns. Und dann er soll still sein. Der Held soll die Schnauze halten, okay. Gehen wir mal hin. Wir sind anscheinend nicht alleine, das ist schon mal schön. Wir haben einen Helden auf jeden Fall schon mal mit uns. Vielleicht finden wir noch mehrere Leute. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Okay. Perched on that table is a pristine blade. Also es ist nichts hier drinnen, bis auf halt der Tisch und das Schwert. Das ist halt alles ziemlich öde und staubig. Und das andere ist halt rauschig, das Schwert. Kann ich das Schwert nehmen? Okay, wir brauchen. Wait. Sind wir nicht hier, um eine Prinzessin zu töten? Sind wir hier unbewaffnet?
Das ist nicht so smart. Will ich nur mal so einwerfen. Zum Glück liegt dann da hier ein Schwert, dass wir die Prinzessin auch töten können. Falls sie denn wirklich böse ist. Aber es ist halt nicht so smart. Nur mal anmerken. Okay, wir können das Schwert mitnehmen oder nicht? Wir machen erstmal das, was uns gesagt wird, und nehmen das einfach mal mit. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Ja, aber das ist dein Fehler oder mein Fehler. Warum komme ich unbewaffnet zu einer Tötung? Das war doch vorher schon klar, was ich machen sollte. Wieso bin ich unbewaffnet? Ich habe hier so eine fancy Kralle. Reicht ja eigentlich auch für eine normale Prinzessin? Die macht nicht sonderlich viel. Wenn es jetzt so eine Dämonenprinzessin ist oder sowas. Ist schon ein anderes Lied. Mal gucken, wer da unten ist. Ja, komm, wir gehen die Prinzessin mal angucken. Vielleicht nehmen wir sie einfach mit. Wir nicht in die Welt zusammen. Wer weiß. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Ich weiß ja nicht. Ich kann ja einfach gehen und mitnehmen. Die sitzt hier unten im Kerker drinne. Vielleicht, wenn wir sie befreien, ist sie ja ganz nett zu uns. Ich habe dann einen Freund gefunden. Neben dem Helden, der die Klappe halten soll anscheinend. Wo ist der eigentlich geblieben? Her voice carries up the stairs. Oh, okay. Who's there? Oh, okay. Klingt erstmal nicht angsteinflößend oder so. Oder klingt nach einem normalen Menschen. It's commanding. Almost as though she's the one in charge down here. Findest du? Sie hat gefragt, wer da ist. Ich fand das jetzt nicht so kommandierend. Er hat vielleicht erschrocken, weil die Tür aufgeht. Hat sie nicht mit gerechnet. Ah, da ist wieder der Hero. Da ist er hin. Okay. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Okay. Just checking. Also, ich guck nur noch. Hey, ich möchte dich töten. wir gehen einfach mal runter. Wir sagen einfach mal nichts. Wir sind einfach stumm. Wir gehen einfach mal gucken. Walk down the stairs and lock eyes with the princess. Sieht eigentlich ganz There's a heavy chain around menschlich her, aus. Binding her to the far wall of the basement. Ich hätte jetzt echt gedacht, da sitzt irgendwie ein Monster oder so. Aber es ist eine Prinzessin, ne? Also ein random Mensch im Kleid. Hat die ein Krönchen? Ist das ein Krönchen oder sind das Haare? Ich glaube, er hat ein Krönchen auf. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Ja, hält guter Einwand. Focus on the task at hand. Are you here to kill me or something? Theoretisch ja. Eigentlich war es aber kein. Okay, what? No way. Okay, nee, warum? Wie kommst du denn da drauf? Ja, ich bin hier, um dich zu töten. Ich weiß es noch nicht. Ich bin hier, um zu reden. Celion, also wir sollen einfach Nervenbahn. Wollen wir sagen, ich habe noch nicht entschieden, weiß ich noch nicht. How about you drop the knife and the two of us just talk? Look how reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. Das klingt schon mal sehr lohnenswert eigentlich, lieber Held. Aber mal diskutieren. Don't you dare. Sei still. It's fine. We can decide what we want to do after we talk. Die wird ja schon nicht wegrennen, ich sehe da festgebunden. Really is a monster. Killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Da stimme ich ihm zu. Das ist halt nicht sonderlich die feine englische Art. Ich hätte mal festgebunden. Was sollen sie machen? Wenn sie Kacke baut, dann machen wir so einen Kopf kürzer oder so. Okay, ja, lass uns mal fallen. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clack. Hätte sich aber hinlegen können. Einfach wegschmeißen. Einfach fallen lassen. So droppt. Mit Kuh gedrückt und fallen lassen. Minecraft. Thank you. Guck. Geht nett. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face. Unarmed. Ja, Digga, immer, was soll sie machen? Die ist festgebunden. Die sieht auch nicht sonderlich bewaffnet aus. Sieht eigentlich ganz normal aus. Eine Prinzessin halt. We'll be fine. Ja, eben. Wenn nicht, haust du sie.
Don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Ich glaube, das lassen wir schon immer gucken. Kriegen wir Antworten? Nö. This is a pretty awkward start to a relationship. Das stimmt. Ich will eigentlich helfen, dich zu töten, aber lass uns erstmal diskutieren. Gut, okay, was können wir tun? Ja, das ist ziemlich seltsam. Eine Beziehung? Was soll? Wie kriege ich dich hier los? Ich bin hier, weil du das. Die Welt beenden wirst? Und da sind Leute, die denken, du bist eine Gefahr. Was sagst du dazu? Wie ist dein Name? Wie lange bist du schon hier unten? Weißt du, warum ich dich töten soll? Okay, wir haben lang genug geredet. Was können wir denn sagen? Ja, das ist pretty awkward. Not to make things even more awkward. But do you know why you're here to kill me? Nö. Es hat mir keiner gesagt, nur dass ich dich töten soll. Du endest die Welt anscheinend. Natürlich. Wäre doch bescheuert, wenn ich nicht wüsste, warum ich dich töten soll. Weißt du, warum ich dich töten soll? Ja, wir fragen sie einfach mal, ob sie weiß, warum wir sie töten sollen. Du bist eine Gefahr für die Welt. Nein, kann ich nicht sagen. Mir wurde das gesagt, aber ich bin mir nie sicher. Eigentlich schon das hier. Wir sind einfach direkt irgendwo vor und sagt, hier, da ist eine Prinzessin, tötet die jetzt einfach. Die Welt geht unter. Ohne irgendwelche Beweise. Sagen wir so gemacht, hier, vielleicht mag er die einfach nur nicht. Believe me. And do you think asking me what to believe is going to suddenly make everything crystal clear? Ja, irgendwie schon. Pretend it's going to happen. As far as you're concerned, and as far as they're concerned, I'm going to say whatever I have to get out of here. That's just the dynamic of our situation. Das ist ein guter Einwand. Ja, aber da hat sie schon recht. Sie wird alles sagen. Damit sie da, also generell wird sie allen alles sagen, dass sie halt hier wegkommt. Das stimmt schon irgendwo. Wie würde ich hier rauskriegen? Ich bin hier, weil du die Ente. Achso, das ist, okay. Die hatten wir schon. Also frage ich sie, ja doch! Sie hat ein Recht zu erfahren, warum wir hier sind. Wie sollen sie jemanden töten? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Können wir da glauben? Aber bis jetzt ist sie relativ neutral, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht die sympathischste der Leute, aber sie scheint auch sehr smart zu sein und weil ich vielleicht was sie sagen kann. Kann aber doch sein, dass sie dann doch gefährlich ist. Also sie wirkt jetzt halt nicht sonderlich böse auf mich, sondern eher so neutral halt. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here for so long. Oh, das ist schlecht. Ja gut, wie lange ist sie da unten? Ein paar Tage? Ein paar Wochen? Just how long has she been down here? Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Did they even bother to tell you how I'm supposed to end the world? Because that just doesn't sound like the sort of thing I'd be capable of. Ja, guter Einwand. Wie sollte sie die Welt beenden? Die sieht jetzt noch sehr harmlos aus. Kann sie sich verwandeln? Okay. Was würdest du tun, wenn ich dich hier lasse? Wir haben genug geredet. Ich hoffe, das kannst du mir sagen. Aber die haben wahrscheinlich ihren Grund, das geheim zu halten von mir. Haben sie nicht gesagt, aber ich glaube, ich habe etwas mehr Vertrauen in dich als in die und bleiben wir stumm? Wir fragen sie mal, was sie tun würde, wenn wir sie hier lassen würde. Princess hesitates before responding.
Bist du ehrlich und sagst, du machst was kaputt? Oder willst du mich anflunkern? She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. Was haben dir der gegeben? Der dir nichts mehr weiß. She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. Das ist ein guter Einwand, weil ich ja überlegt, was wir hören möchten. I don't think what I do really matters. Okay. Look, at the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Können wir ihr vertrauen? Das ist die Frage. Können wir ihr mehr vertrauen oder dem Geschichten, also dem Erzähler? Der Held ist ja eher mehr auf unserer Seite. Der scheint auch irgendwie gar nicht so einzugreifen. Der sagt, der bestätigt einfach nur das, was ich auswähle. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Ja, ist ein guter Einwand. Wie können die hier einfach nicht leiden? Kann das sein? So richtige Hater. That doesn't sound right to me. Ja, das stimmt. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise we'd be killing each other instead of talking. Ja, guter Einwand. Aber es könnte wieder eine Sache sein, die sie sagt, um dass sie freikommt. Könnte doch sein, dass sie ein Monster ist und einfach nur uns sagt, das, was wir hören wollen. She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. Yeah. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or any other number of good things that I'm sure you want to hear. That stimmt. But you don't really know me, do you? Das stimmt auch. Ich hab dich heute das erste Mal gesehen. Possibly be worth in a situation like this. Ja, echt guter Einwand. Ja, ist echt smart, die Frau. She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Ja, bis jetzt ist kein Wort irgendwas wert. Ich kenne euch alle nicht. Like I said, it's all about trust. Blind trust. Boah, so ich hab kopfig. So, do you trust me? The prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world. Or do you trust whoever put me here? Vielleicht kannst du ja zaubern? Es ist aber wirklich schwer. Wem trauen wir jetzt mehr? Ihr? Oder die Leute, die uns runterschicken? Von beiden wissen wir nichts. Beide können absolute Arschlöcher sein. Beide können die Welt kaputt machen. Die kann hier unten sein, einfach nur, weil sie eine Prinzessin ist und von der anderen Partei und die wollen die loswerden. Haben es halt vorher nicht geschafft, weil die doch irgendwie Magie kann oder so. Und schicken uns jetzt hierher, um die Tricksarbeit zu machen? Oder sie ist halt wirklich böse, kann irgendwie Magie und wenn sie rauskommt, geht alles in den Bach runter. Oder das Königreich, wo wir herkommen, vielleicht nur in den Bach runter. She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything. All for the sake of one person. And a subjugating monarch, no less. Ja, aber das weiß ich nicht eben. Das ist das Problem. Es ist schon Vertrauen, weil vertraue ich dir, dass du mir die Wahrheit sagst und auch weißt, was du sagst? Oder vertraue ich ihr? Und, ich habe hier, ich weiß ja gar nicht, ob das Risiko stimmt. Oder ob du mich einfach nur voll quatscht. Einer von beiden quatscht mich voll. Also entweder der Erzähler oder sie. Einer erzählt Scheiße. Aber wer? Kann ich das herausfinden? Okay, ich frag, wie lange ist sie hier unten? Too long. Das ist keine gute Antwort. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Ja, das stimmt, irgendwie ist nichts klar. Ich habe von dir auch nichts Klares gehört, außer töte die. Ich habe von niemandem irgendeine klare Antwort, das hilft mir nicht. Kann ich frag mal deinen Namen. She hesitates before answering. You can address me as your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Jetzt auch noch eingebildet sein? Okay, Minuspunkte für dich, mein Fräulein. Okay. Wir haben noch eine Frage. You can't. Don't bother. Ich habe ein Schwert, vielleicht kann ich das Ding kaputt machen? I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here.
And if there isn't. Ja, stimmt, wir müssten Schlüssel sein. Well, we can always put that knife to good use. Das sag ich doch, wir hauen das Ding kaputt. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. She isn't suggesting what I think she's suggesting, right? Wait, jetzt drehst du durch. Ich wollte das Ding kaputt schlagen. Jetzt denke ich, du willst dir die Hand abhacken. Ich weiß ja nicht. Obwohl, besser Hand ab, als sie unten versauern. Das stimmt schon, aber können wir nicht erstmal gucken, ob wir das Ding kaputt kriegen? Wir haben Zeit. Setzt uns ja keiner, bis auf der Erzähler. She is. I'm sure of it. Ist auch der Meinung, Hand ab oder wie? Okay, wir haben genug geredet. Oh, have you decided what to do with me? Anscheinend haben alle anderen entschieden, was wir tun. You know why you're here. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich das machen will, warum ich hier bin. Okay, wir können die Ketten anschauen und wir kriegen dich irgendwie raus. Oder wir können sie einfach wieder eingesperrt lassen. Bis wir uns entschieden haben, was wir mit ihr tun. Ich will erst mal gucken. Und wir können sie töten. Ich will sie nicht töten. Noch nicht, also bis jetzt, sie ist ein bisschen eingebildet, ja, sie gibt uns keine klare Antwort, ja, aber sie kam auch nicht wirklich böse rüber. Sei still, erzähle all die Klappe. Ich will die rausziehen, ich glaube es eher weniger. Das ist nicht ein bisschen Overkill. If you don't have the key, maybe you should go looking for it. I'm sure it's somewhere upstairs. Ja gut, oben war nicht viel, aber können wir gucken? Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. Hat die Schlüssel gegessen, oder wie? Just left the key to her chains somewhere in the cabin. Warum nicht? So Videospiel-Logik. Ich lasse den Schlüssel in der Nähe von der Zelle, damit auch irgendjemand random Dude, der hier langläuft, die finden kann. Okay, wenn wir nicht finden, hast du noch eine andere Idee, neben dir den Arm abzuhacken? Wir schauen einfach mal oben. Vielleicht ist oben doch der Schlüssel. I'll be here. Ja gut, du kannst ja nicht woanders hingehen. Muss ich hier warten. To make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Danke. Is someone else here? Ja. Held, wieso hast du eigentlich an der Tür gewartet? Okay, die Tür ist abgeschlossen und jemand hat zugemacht. Also jemand war anscheinend hier, von alleine geht die Türe nicht zu. Lass uns raus. Na ja, gut, das war nicht erfolgreich. Woher weiß ich, dass sie mich rauslassen, wenn die tot ist? Ich kann mich auch unten einsperren. Wir haben ein Schwert. Ich wette, mit einem Schwert kriegt man auch eine Tür auf. So die Scharniere rausdrücken oder so. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess and you won't leave until the task is done. Wenn es dir so wichtig ist, dass wir die töten, mach's selber. Okay, wir gehen zurück. You make your way back to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. Das ist so einfach, das mache ich nicht. Ich will sie retten. Das stimmt. Guter Einwand, Held. Für wen ist es einfacher? Ich bin Erzähler. For everyone. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Ja, sieht so aus. The knife. Pick it up and cut me out of here. Na gut. You won't like what happens if you do that. Ja, weniger ich wie sie. Also ihr wird's wehtun. Das ist ihre Hand. Und ihr Arm. Wir können sie immer noch. Ich will sie nicht erstechen. Aus Prinzip will ich sie einfach nicht erstechen. Wir befreien sie. Against your better judgment, place. Oh nein, wie sie guckt. Aber guck mal, wir haben doch Krallen, wir sind doch irgendwie Monster. Am Ende ist es doch einfach, die sind Menschen und wir hassen sie, weil sie Menschen sind. Und ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, ein Vogelviech oder so. Oder ein Reptiloid oder sowas. Oh, das können Federn sein, irgendwie ein Vogel etwas. Also so ein Ding, so vielleicht Rasse gegen Rasse. Und wenn wir ihr helfen, werden wir irgendwann Freunde. Wäre cool.
Ich will sie nicht töten, aus Prinzip einfach nur, weil der Erzähler will, dass ich sie töte, will ich sie nicht töten. Und aus Reaktion, das mag ich nicht. Cut into her. Boah, das war eklig. The blade is sharp and you make quick work of it. Before long you're able to crack through bone and she pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. Das war aber nicht so smart, du hättest das Gelenk hier kaputt machen können, das wäre viel einfacher gewesen. Und nicht einfach so Knochen durchschlagen. Knochen ist schwer zu brechen, es sind noch zwei im Arm. Wäre das Gelenk einfacher durchzuschneiden. She didn't so much as utter a sound. Ach okay, taffe Prinzessin? Er hat einiges mitgemacht anscheinend. The princess clutches the wound, her fierce gaze meeting your eye. Können wir ihr vielleicht einen Verband anbieten oder so? How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Ey, wer weiß, wie lange die da unten ist? Hätte ich auch keinen Bock mehr. Dann wäre ich aufgeregt, wenn ich mir einen Arm abnagen könnte oder so. Thank you. Now let's get out of here. Ja, eben. Dann stimmt die Tür. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I just can't let her escape into the world. Du hast bis jetzt nichts gemacht, außer mir das Arm abzukauen. As the princess approaches the bottom Was? Stair, your Nein. body steps forward and raises the blade. Okay, der Erzähler ist halt echt ein Erzähler und keiner, der daneben steht und irgendwas sagt. Der nimmt die Kontrolle jetzt über mich, oder wie? Wait, this isn't fair. You can't just do that. Ja eben, Held, mach was. Halt mich auf. Watch me. Ach, du Drecksack. Nein, kann ich... Ah, hier. Guck mal hier. Stop that. Wir warnen sie. Ich will sie nicht töten. Bis jetzt hat sie mir nichts getan. Oh. I thought this was a little too easy. Okay. Bereue ich das? Her body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess dodges? Ja, ich habe sie gewarnt. Oder hat das nicht funktioniert? Stop it. Stop resisting me. I am trying to get you out of here alive. Weiß ich nicht. Bis jetzt hast du... Wegen dir ist jetzt wütend auf mich. Hättest du nichts gemacht, wäre alles fein gewesen. Was ist das für ein schweres Meer, ein Dolch? Ich will sie nicht, nein. Resist. Ja, widersprechen. Nein, ich bewege es nicht. Aber die Behinderten sind echt cool. You're doing your best to help me, aren't you? Ja, ich gebe mein Bestes. I'll make this quick. Ach, kann sie doch zaubern und irgendwas gegen diesen Erzähler jetzt machen? She knocks your legs out from under you with a swift kick. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Ein K.O. Schlag. You fall to the ground, the wind leaving your lungs all at once in a violent puff, and her knee settles on your throat. You try to gasp for air, but she pushes on your windpipe with weight you didn't think her slight. Okay, das escalated quickly. You won't draw another breath. When she manages to escape from this place and brings ruin to the world, know that it was all your fault. Da bin ich anderer Meinung. Es war deine Schuld, dass sie jetzt sauer auf uns ist. Vielleicht wäre sie auch eine super Kollegin gewesen und wir hätten irgendwas Cooles gemacht. Aber du wolltest ja, dass ich die ersteche. Und jetzt ist sie wütend auf mich. Und jetzt ersticke ich wegen dir. Danke. Stimmt, was ist mit dir eigentlich? Machst du nichts oder bist du auch doch eine Stimme in meinem Kopf nur? Ich glaube, das ist doch echt eine Stimme in unserem Kopf und kein Dude, der hier bei uns steht. Der Held, der macht ja sonst nichts. Das ist unsere Stimme? Unsere heroische Stimme? Unsere Gedanken? Oder hat sie den jetzt auch ausgenockt? As much as I prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happening. I'm sorry, but it's over. Sieht so aus. Es ist immer noch deine Schuld. Ich gebe dir die komplette Verantwortung, Erzähler. Ich bin immer noch der Meinung, wenn du nicht eingegriffen wärst, wäre sie einfach nie sauer auf uns und wir wären beide entkommen, weil sie scheint ja doch echt stark zu sein. Vielleicht hat sie die Tür einfach aufgekickt. Everything goes dark and you die. Na danke. Jetzt bin ich tot. Kapitel 2. Die Damsel ist die Älteste? Das war Damsel Älteste. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Nee, das ist von vorne jetzt. Sind wir da im Wald? Sind wir tot und respawned?
Oder ist jetzt einfach so ein Loop, bis wir die richtigen Dinge haben? Ich bin verwirrt. Das ist der Anfang. To slay her. If you don't, it will be the end of the world. Doch, das ist der Anfang. Wir sind hier wieder im Wald. Da ist die Keller, ja. Da ist die Hütte mit dem Keller und da sitzt die Prinzessin drinne. Aber ich habe ein Achievement gekriegt. Habt ihr sie gesehen? Okay. Vielleicht ist einfach so ein Komplettloop jetzt einfach. Ist das für die Demo noch? Dann wird es normalerweise jetzt im Spiel in Kapitel 2 weitergehen, aber dafür, dass es die Demo ist, drehe ich mich im Kreis. Ist ein cooles Feature, finde ich. Da muss ich nicht wieder von vorne anfangen oder geht es jetzt weiter? Und es ist Kapitel 2 und es loopt sich und ich muss was anderes machen, bis ich das richtige Ende habe. Ach, guck mal hier. She's going to kill me again. Ah. Ja, okay, wir gehen jetzt einfach mal. Okay, ja, ich hab's kapiert. Weil das ist eine Lüge. Wir machen das mal. Das finde ich gut. I can tell when you're lying, right? Oh, Scheiße, der ist in unserem Kopf drin. Ja. Okay. Wollen wir sie jetzt. Ich guck erstmal, was passiert. She will lie, she will cheat. Ja, das hatten wir schon. Yes, yes, don't believe a word she says. Just go in, take the knife and do what you're supposed to. Was denn doch stehen wir unserem Kopf? Oder wir werden komplett bonkers? Weil wir hatten ja vorher den Helden. Der Voice of the Hero, oder die Stimme des Heldens. Ich dachte die ganze Zeit, da wäre ein Loop neben uns. Aber vielleicht war das doch echt die Stimme unserem Kopf. Jetzt haben wir noch eine Stimme gekriegt, weil wir einen Loop durch haben. Und irgendwann sind wir halt komplett durch, weil wir so viel Stimmen im Kopf haben. Oder wir kriegen einfach durch die Stimmen im Kopf die Geschichte zusammen und haben dadurch dann die richtigen Lösungen. Ja, oui. Did you just say the word? Oh, gut. No, I didn't. Wink. Just ignore this clown. Ich mag ihn. The princess. Oh, jetzt sind wir sympathisch. Sympathisch, man kann sich schon unterhalten. Gut. Okay. The interior of the cabin is almost entirely empty. Okay, ist immer noch sehr. Ja, ich weiß, das ist ein Schwert. Wir gehen mal ohne Schwert runter. Weil dann kann sie uns auch. Nee, können wir den Arm nicht abnehmen. The basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp. Das hatten wir her schon. Voice carries softly up the stairs. Das ist eine sanfte Stimme. Ist sie nicht mehr kommandierend? Hat sie ihre Taktik geändert? Hello? Is someone there? You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Ach, passt schon. Vorher mit bewaffnet war halt auch nicht viel besser. It's even more hypnotizing than before. Der Held hat sich verliebt. More hypnotizing. Is that just what we want it to be? Ja, das kann auch sein. Dass sie auch auf uns reagiert, je nachdem, wie wir uns in einem Loop entscheiden. Dass sie anders auf uns reagiert, um irgendwann richtig rauszukommen. I think we're in love. Achso, der stimmt das. Ach, sind doch wir. Also der Held von uns hat es auf jeden Fall in die verliebte Heldenteil. For everyone's sake, you're not in love. Er hat uns verzaubert. Don't let her charm you. It's all part of the manipulation. Oh no! Wie niedlich! Ihr meint nicht so niedlich! Around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Guck, wie drollig die aussieht jetzt! Vorher war sie nicht so süß! Ist richtig moe! Ist doch voll niedlich! She's still so beautiful. And she has both of her arms again. Okay, das ist schon mal schön, dass sie beide Arme wieder hat. Dann hallo's. It must have. Because she's different, can't you tell? Stimmt, ich nehme mich aus. Oh nein, wie putzig. You're going to help me get out of here, right? Oh, okay, das war schon.